Ihr seid vier Lurche. Denkt ihr, ihr seid Crushs? Nein. Ihr seid nur vier eingebildete, narzisstische, bemalte und verkleidete Puppen. Verdammt nochmal. Ihr habt null Verstand. Und ihr wisst auch nicht, wie man mit den Pompons schwingt. Ihr seid die Schlechtesten in dieser Schule. Ich bin euer Hater. Oh Mann, Mädels, jemand hasst euch wirklich. Aber ist das ein Junge oder ist das ein Mädchen? Ich verstehe nicht, wie man diese Mädchen hassen kann. Sie sind wunderbar. Na Mädels, habt ihr eine Ahnung, welche von ihnen der Hater ist? Jeder hier ist zu schwach, um ein Hater zu sein. Also niemand. Nein, Knopper, genau das ist es. Die Hater sind alle Weicheier. Deshalb sind sie Hater. Macht euch keine Sorgen, wir werden in der Schule ermitteln und herausfinden, wer der Hater ist. Also Leute, wir müssen nachforschen und herausfinden, wer diese ominösen Nachrichten schreibt. Basketballer, seid ihr dabei? Oder sollen wir das alleine regeln, ha? Wir sind dabei, wir müssen diesen Hater finden. Das Lustige ist, dass man denken könnte, dass es die Froschfresser sind, aber sie sind es nicht. Aber wer außer den Fröschen hasst euch denn? Ich glaube, die Hälfte der Schule hasst uns. Mädels, ich habe einen Verdacht, was die beiden Freundinnen da drüben angeht. Hey, Bunnies! Bunnies, was ist mit eurer Stimmung passiert? Warum sind eure Gesichter so traurig? Ihr seid doch immer lustige Bunny. Danke, Pizza. Hört mal, Jungs, ich verstehe, dass ihr gestern auf unserer Party wart, aber das heißt nicht, dass ihr jetzt so nah bei uns sitzen müsst. Smile, rück etwas rüber. Ich dachte, wir hätten uns versöhnt. Ja, Smile, wir haben uns versöhnt, aber wir sind nur Freunde. Jungs, seid nicht so arrogant. Wenn ihr euch so benehmt, mögen wir euch überhaupt nicht mehr. Ach, so ist das. Gestern haben wir uns einen Film angesehen und da haben wir euch nicht gestört. Ja, wir haben alle auf der Couch gesessen und ihr habt uns nicht gesagt, dass wir weggehen sollen. Aber gut, was immer ihr auch wollt, wir gehen. Jemand ist beleidigt. Lasst ihr es selbst herausfinden. Herausfinden? Ich frag mich, was mit ihnen passiert ist. Sie müssen gestern Abend auf der Party in etwas verwickelt sein. Wir ziehen uns fürs Training um. Ich verstehe das nicht. Zuerst wurde mir dieser Zettel gegeben, aber jetzt hat es jemand gewagt, in unsere Umkleidekabine zu gehen und einen Zettel auf meinem Tisch zu hinterlassen. Schon wieder, Hater? Verdammt, ich hab's satt. Warum hasst ihr uns? Lies es, Diana. Mach ich, Nastia. Cheerleader, ihr seid eurer Pompons nicht würdig und eurer Uniform nicht würdig. Ihr seid generell ein wandelndes Gespenst. Was? Ein wandelndes Gespenst? Aber wir sind doch die schönsten Mädchen der Schule. Mädchen, das ist kein Junge. Es ist ein Mädchen und sie ist sehr eifersüchtig auf uns.